Ja, servus liebe Zigana-Visionaros, wir haben wieder etwas ganz Neues am Start. Seit ein paar Tagen sozusagen erst in Deutschland, die Simon Beltré. Ja, der junge Mann ist jetzt im Alter, wo er gesagt hat, hey, jetzt mache ich meine eigene Zigarrenlinie, weil in Berührung ist er sowieso schon mit Tabak gewesen, weil er kommt aus Süddomrep, aus der Süddominikanischen Republik. Und sein Vater und sein Urgroßvater und Opa und alle möglichen waren natürlich schon auch immer ja, in diesem Business mit am Start. Und jetzt eben diese neue Simon Beltré mit der CSZ. Er hat momentan nach Deutschland gebracht diese hier und dann noch eine Andullo-Variante. Aber die Andullo, das ist eher so eine Robusto. Also die CSZ ist diese mächtige Zigarre hier mit einem 56er Ringmaß, 15,24 cm Länge für 11,90 Euro. Du hast ein schönes Ecuador-Deckblatt, H2000. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Super gleichmäßige Farbe. So ein bisschen pickelig, aber gleichmäßig pickelig. Also nicht nur hier oder hier oder hier. Das ist wirklich alles sehr, sehr schön. Ja, ein bisschen rustikalere, dickere Äderchen hier so schön geschwungen. Aber sieht wirklich super aus. Auch die Dreifach-Anillas, die Dreifach-Binden hier sind wirklich sehr interessant. Als Umblatt hast du Domrep, Olor. Und Einlage hast du halt auch drei verschiedene Tabake aus der Domrep. Habe ich mir jetzt nicht so wirklich gemerkt, weil das sind nicht so alltägliche. Zum Beispiel SMV stand dabei. Das habe ich schon mal gelesen gehabt, aber weiß ich jetzt auch nicht mehr so unbedingt. Ja, auf jeden Fall ist es, bis auf das Ecuador-Deckblatt, ja, eine sehr dominante Domrep-Zigarre, sage ich jetzt mal. Ja, Schweizer Schokolade, CSZ, dafür steht dieses CSZ, das ist nur so eine Hommage, wie gesagt, an diese Schweizer tolle Schokolade. Mehr hat es eigentlich nicht zu bedeuten. Was wir hier unten noch sehen, als Info, ja, hier steht es doch, ja, so ist es doch schön hier, als und zwar HVA, Criollo 98, okay, das ist ja okay, das kenne ich natürlich, das stand aber bei Cigarworld nicht dabei. Oder, habe ich das überlesen, so sieht man es hier. San Vincente stand dabei und eben dieses SMV stand noch irgendwie dabei. Oder ist es das San Vincente irgendwie ausgeschrieben? Ich weiß, wie auch immer. Auf jeden Fall hast du Criollo 98, das finde ich auch ganz gut. San Vincente und Piloto, also das wird schon auch eine sehr kräftige Zigarre sein. Master Blender Secret. Also er ist nicht der Master Blender, er hat noch einen Master Blender mit am Board, Handmade natürlich und hier Toro steht 56x6, Autofokus kollabiert wieder hier, sieht man es. Und dann Aging 4 bis 6 Jahre. Das weiß ich jetzt nicht, also stand nichts dabei, ob die Tabake oder nach der Fertigrollung, das weiß ich jetzt nicht. Braucht man aber eventuell bei der Piloto-Geschichte hier, also ist schon, ja, also scheint schon ein sehr leckerer, starker Stick dann zu werden. Wie auch immer, viel gelabert. Macht euch nichts draus. Letztendlich kommt es auf den Geschmack an und jetzt geht's an den Geschmack. Bis gleich. Ist noch nicht angeschnitten, aber ich kann euch jetzt schon sagen, sehr prickelnd, sehr würzig. Ansonsten Das erinnert mich so ein bisschen an Farbe, Holzfarbe oder ein bisschen Lack. Oder, also es hört sich jetzt natürlich blödsinnig oder negativ an, meine ich aber gar nicht so. Oder so, genau, so frisch gestrichener, ja, irgendwie Holzverschlag oder irgendwie Außenfassade, irgendwas. Irgendwie sowas in die Richtung, also schöne holzige Aromen mit so einem gewissen süßlichen Touch, sage ich jetzt mal. Was der labert, gell? Manchmal frage ich mich selber, was der labert. Ja, aber klar, 11,90 sagt dir, Simon Beltré sagt mir nichts, neue Marke und so. Aber du hast wirklich ein echt cooles Format. Ich hoffe, dass sie auch vom Abbrand her gut ist. Wetter ist nicht ideal wieder, gell? Das muss man wieder ein bisschen gegenrechnen. Aber sieht schon schön aus. Also designmäßig gefällt mir das, dass es auch nicht nur weiß ist, sondern so eine unten so eine leicht beige Farbe mit dabei hat. So leicht pissgelb. Entschuldigung. Und hier ist es eher weiß. Also
Ja, Domrep, schön stolz. Also fühlt sich echt gut an. Also ja, wenn es zum Geschmack noch gut ist, ja. Also 11,90 auch für eine neue Geschichte, ja. Geht schon in Ordnung, wenn es schon so schön sich anfühlt und aussieht. Warum ich blase, weil oft hast du da noch so kleine Brösel und dann verschlucke ich mich und dann so mache ich das dann auch. Das hat keinen tieferen Sinn, wenn ich das ab und zu mache. Das seht ihr ja dann ab und zu. Sondern damit tue ich dann die Brösel auf die Zunge und dann kann ich die wegspucken. Ist zwar nicht sehr schön anzusehen wahrscheinlich. Kriege ich wieder Kommentare wahrscheinlich. Aber ist halt so. Dieses Lackierte oder dieses frisch gestrichene, das ist beim Kaltzug noch krasser. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Erinnert mich so ein bisschen an. So eine Mischung aus M-Eukal. Kennt ihr diese Bonbons? Aber auch irgendwie so Lakritz-Bonbons. So eine Mischung irgendwie. Voll interessant. Ich weiß jetzt gar nicht, was bei M-Eukal alles drin ist. Was alle eben auch in diese lackierte Geschichte, was ich da mir eingebildet habe, dieses wahrscheinlich eher so Eukalyptus. Ja, hat auch so eine gewisse Schärfe. Doch, irgendwie sowas. Eukalyptus, Lakritz, M-Eukal, irgendwie sowas. Ja. Machen wir sie an. Und natürlich sehr ordentlich, also ordentliche Würze. Aber ist jetzt nicht unangenehm oder zu direkt oder zu frisch. Du merkst einfach schöne schwarzpfeffrige Aromen. Aber halt nicht zu krass. Wie gesagt, jetzt kam doch ein bisschen Wind wieder. Regen ist jetzt zwar weg, aber ab und zu nieselt es noch. Deswegen nicht so ideal hier das Ganze, aber Pfeffer 6 von 10. Hauch Leder mit dabei schon, ein Hauch Erde schon mit dabei. Zedernholz natürlich, klar, Domrep, viel Domrep. Domrep ist ja eigentlich, ja, da weiß man, dass wir schöne holzige Aromen mit am Start haben werden. Kaum Gegenzug. Ist aber trotzdem recht fest gerollt, ja. Hast aber trotzdem ein gutes Verhältnis sozusagen. Von der Kraft, die man aufwenden muss am Ziehen, aber trotzdem kriegst du viel Rauch raus. Und halt dieses leicht Eukalyptus. Lakritz. Ja, wenn ich jetzt sage Lakritz und jemand mag Lakritz überhaupt nicht, dann lässt du die Finger natürlich von so einer Zigarre. Aber das müsst ihr dann immer auch dann relativieren. Das oftmals erinnert mich das einfach nur an dieses Aroma, das, was ich schmecke hier. Ja. Und das heißt nicht, dass hier jetzt irgendwie du so eine Lakritzschnecke direkt isst. Ja, so meine ich das nicht. Aber das ist halt so eine Kombination, dieses Lakritz-Wurzelholz oder diese leicht erdigen Töne. Das ist, geht alles so eine schwarze Richtung sozusagen. Von der Farbe natürlich im Kopf in Verbindung mit dem Aroma. Und ich weiß nicht, warum die blöde Glocke da nicht aufhört zu läuten. Es ist schon, keine Ahnung, es ist keine volle Stunde, gar nichts. Die ist scharf, aber nicht halt ganz frischer, wenn eine Zigarre ganz frisches und so am Anfang diese frische Schärfe hat. Ja, und hier hast du es schon, aber halt eben so, als ob der Pfeffer halt eben schon 1-2 Jahre rumliegt, aber du trotzdem ordentlich eine ordentliche Portion genommen hast, ja, aber der trotzdem dann nicht zu
zu kratzig ist. Ja. Schwierig zu beschreiben. Es ist eine feine pfeffrige Angelegenheit hier. Ansonsten, dieses leicht butterig-cremige wird jetzt schon weniger. Mir gefällt die Situation mit dem Gegenzug, Schrägstrich, Riesenformat und trotzdem gutes Rauchvolumen. Und scheint auch ein schöner Abwand zu werden. Sie erinnert mich tatsächlich an die Vegafina Pilotico. Die hat ja auch Piloto mit dabei. Die hat mich eben auch so ein bisschen an Lakritzwurzel so ein bisschen erinnert. Oder Lakritze halt. Und hatte, aber die Pilotico von Vegafina hatte dann irgendwann noch so einen richtig sirupartig, honigartigen, süßlichen Geschmack da noch. Das habe ich jetzt gar nicht. Aber so ein bisschen erinnert mich die Zigarre. Weil die Pilotico war auch ordentlich Bums. Also hier ordentlich Pfeffer. War eine für Vegafina-Verhältnisse, ja, neben der Gran Reserva 2019 eigentlich so die stärkste Zigarre, meiner Meinung nach. Und die geht in diese Richtung so ein bisschen, was sehr gut ist. Und ich weiß, ich habe es momentan mit meinen Äpfeln, aber ich habe hier so diese Apfelkerne, diese leichte, nussige, dieses, ja, weil die Apfelkerne sind ja auch so leicht süßlich, ja, fast wie Mandel, Marzipan oder Persipan. So diese Apfelkerne, ja, ist auch so in die Richtung. Und so ein leicht fruchtiger Touch irgendwie. Also momentan habe ich es irgendwie in meinen Äpfeln, aber ist halt momentan irgendwie so. Ja, das ist mein erster Eindruck. Der Eindruck ist gut. 11,90 finde ich, auch wenn es eine No-Name-Marke ist, in dem Sinne nicht viel, weil ich finde, man sieht auch, dass die Zigarre wirklich schon ordentlich ist. Ja. Allein das Format. Und einfach das Deckblatt fühlt sich echt gut an. Schönes Design allgemein und schmeckt. Also selbst bei dem schlechten Wetter jetzt ist der Abbrand meiner Meinung nach gut. Ja. Die Asche ist sehr flockig. Du hast nach wie vor das hohe Rauchvolumen. Erinnere mich an die Vegafina Year of the Rabbit. Die war ja auch sehr flockig. Und ja, dafür war halt ja maximal 75, 80 Minuten bei der Vegafina. Und hier kann man auch sagen, der Abbrand ist etwas schneller als Standard. Aber dafür hast du ein wundervolles Rauchvolumen, kaum Gegenzug. Keine Angst, der Pfeffer nimmt sich relativ schnell deutlich zurück. Also von, ich würde sagen, von 6 auf 3 von 10. Die Grundpfeffigkeit bleibt da, aber nimmt sich deutlich zurück. Ansonsten kommt mehr Leder und halt dieses feine, holzige und durch das Ecuador-Deckblatt so eine ganz dezente Süßlichkeit. Ganz fein und ganz dezent. Aber ist jetzt eigentlich fast schon mild geworden, die Zigarre. Aber ja, sieht echt schön aus. Echt schönes Teil. Aber ja, die Milde jetzt spricht er dafür, dass die Zigarre oder zumindest die Tabake 4 bis 6 Jahre fermentiert sind. Deswegen vielleicht auch der etwas höhere Preis, in Anführungszeichen. Ja, das Erdige, das Ledrige kommt ein bisschen mehr zum Vordergrund dazu. Und keine Angst, also dieses Lakritz oder das Emmer-Alkal, was ich am Anfang, oder dieses lackierte oder dieses frisch bemalte Holz, davon schmeckt man jetzt nicht wirklich was. Ja. Das ist einfach nur so der erste Eindruck gewesen. Ja, wenn die Lippen so zum ersten Mal mit dieser Art Tabak dann in Berührung gekommen sind, dann war das so mein Eindruck. Ja, jetzt halt klassisch so ein bisschen Erde, so ein bisschen ja, Gras auch. Einfach so eine gewisse holzige Floralität, die da so ein bisschen hin und her spielt. Aber ja, Pfeffer ist aber doch noch da, ja. Also der hat sich nicht ganz verabschiedet. Habe ich ja gesagt, der hat sich ungefähr halbiert, wenn man das so sagen kann, will, muss. Aber ja, ich finde, es ist eine astreine Zigarre so. Schmeckt. Ja. Die Aromen sind jetzt auch nichts in dem Moment jetzt hier, die letzten Momente, wo ich sage, sowas habe ich noch nie geraucht, das ist hammermäßig oder so. Das ist aber trotzdem einfach eine feine Geschichte. Ja. Mit einem schönen Deckblatt hier. Schön verpackt. Also Design kann ich echt nichts meckern. Ja, wenn euch irgendwie sowas stört, dann könnt ihr dann echt einfach die Bauchbinde abmachen. Dafür ist es ja dann gedacht. Ne? Also, schönes Teil. Gefällt mir. Also, ich bin echt überrascht. Also, ich spiele es jetzt nicht. Ich habe sie halt auch einfach blind mitbestellt. Neuheiten und ja.
Ja, ich glaube, ich weiß, warum die mir so gefällt, weil die mich echt immer mehr so an die Pilotico von Vega Fina erinnert. Auch wenn die Pilotico von Vega Fina ein bisschen stärker war und auch ein bisschen komplexer und ein bisschen mehr dieses süßlich-sirupartige hatte. Hier nicht so. Du hast zwar diese Süße, aber nicht so wie bei der Vega Fina. Auf dem Papier war das ein ähnlicher Blend, also die Vega Fina Pilotico, Ecuador Deckblatt, Umblatteinlage, Domrep. Also man hat hier auf jeden Fall Parallelen. Und das gefällt mir einfach. Ja, aber hier tut sich jetzt gerade nicht wirklich was. Das leichte, erdig, holzig, ledrige Aromen und diese Süße, die hier und da so ein bisschen durchschaut. Und halt natürlich so irgendwo so ein pfeffriger Touch noch. Ne? Ihr seht nach wie vor tolles Rauchvolumen. Sie gehen nicht einmal aus. Ich habe hier und da wegen dem Wetter, wegen dem Wind mal einen Schiefbrand so ein bisschen korrigiert. Ist jetzt auch nicht mehr der schönste Abbrand wegen dem Wetter natürlich. Ich denke, trotzdem Verarbeitung 1A. Geschmacklich kam jetzt am Schluss so ein bisschen mehr dieses grasig-scharfe bisschen mehr. Die Erde war dominanter geworden und so ein bisschen Kaffeeröstaroma kam hinzu. Und da schließt sich dann der Kreis durch das Ecuador-Deckblatt. Da merkt man, dass es ein etwas älteres ist, weil ganz am Schluss hatte ich oft bei älteren Ecuador-Deckblättern so, dass am Schluss dann noch so ein bisschen die typische ecuadorianische Nuss kam. Und hier hatte ich am Schluss dann so einen Hauch Erdnuss mit dabei. Ja, also da tut sich am Schluss so ein bisschen was, ja. Ansonsten so ein Hauch Toast, Hauch Creme war noch hier und da so ein bisschen, aber jetzt am Schluss ist sie eher neutral. Also nicht zu trocken, aber auch nicht cremig, so genau richtig, so auf den Nullpunkt, ja. Und so eine leichte Frische eben. Passt es ja vom Anfang auch wieder dazu, dieses Eukalyptus, was ich in den Raum geworfen habe. Und hat mir Spaß gemacht. Schönes Format, schöne Verarbeitung. Sieht insgesamt ansprechend aus, einfach. Preis ist super. Passt. Relativ, ja, doch komplex, weil am Schluss, im letzten Drittel, dann doch noch dieses gleich Kaffee, Toast, Schrägstrich, Erdnussige so ein bisschen kam so und die Aromen sich so ein bisschen geändert haben von der Intensität her. Also da tut sich schon was, auch wenn sie so, ja, so zwischen 40 und 60 Minuten komplett gerade war, mit diesem leicht ledernen, holzigen Aroma, mit ein bisschen Schuss Erde und diese Süße, die hier und da, die dezente, ganz feine Süße, die hier und da durchgeschaut hat. Aber am Schluss eben so dieses, ja, schöne Aroma noch. Ja, sind es auch bei auch 75, 80 Minuten ungefähr. Passt. Ja, du hast ein schönes Format, aber das war kein Stängel jetzt, wo du wieder 2,5 Stunden da dran rumnuckeln musst. Ja, so, ich denke mal, bei anderem Wetter kriegst du die auch auf 90 Minuten locker. Ja, also ich will sie halt runterrauchen. Die meisten sagen, ah, da schmeiß ich die Zigarre schon längst weg. Warum? Wenn sie schmeckt. Klar, wenn du keinen Bock hast, okay. Aber dann musst du halt andere Formate rauchen oder wie auch immer. Aber ist doch gut, wenn du sie runterrauchen willst, weil sie halt nach wie vor schmeckt. Und du dann denkst, vielleicht kommt da doch noch was. Ja. Nicht, weil du enttäuscht bist, sondern halt, ja, wer weiß, weil halt eben am Schluss doch eben diese Erdnuss noch kam und dieses leicht toastige so ein bisschen, ja. Nach wie vor, wie ihr seht, tolles Rauchvolumen. Keine Probleme gehabt. Abbrand stört mich jetzt nicht, dass er nicht mehr schön kerzengerade ist, weil ich ja weiß, es liegt halt auch am Wetter nur. Und ich finde, ab 55er Ringmaß ist der Abbrand bei den Zigarren eh nie so 100% nadelscharf wie jetzt bei einer Corona oder so. Ja. Die besten sind nur in der Regel Corona oder der Robusto, vom Abbrand her, meiner Meinung nach, oder meiner Erfahrung nach. Ja. Also sie erinnert schon stark an die Pilotico von Vega Fina, aber geht am Schluss doch in eine andere Richtung, so dieses toastige, nussige. Ja, und auch nicht zu süß. Also die Pilotico war ja ein bisschen süßer sogar noch. Ja. Coole Zigarre. Und der Preis ist echt 11,90. Wenn ich jetzt so das vergleiche mit der West Tampa, die war ja 10,90. Die war auch gut, solide, war halt geradliniger, ein bisschen langweiliger. Aber es war trotzdem auch eine schöne Zigarre. So hat einfach geschmeckt. Ja, und hier kriegst du dann doch mehr, ein bisschen mehr. Jetzt mal als Vergleich. Einfach, weil es ja auch eine relativ neue Marke ist oder neue Linie hier in Deutschland zumindest. Und die ja auch momentan ein bisschen trendet. Also sieht man auf Instagram zumindest ganz häufig mittlerweile. Ja, aber die finde ich dann
Die hat mehr Substanz insgesamt. Also echt eine gut durchdachte Zigarre, sag ich mal so. Am Anfang dieser Pfeffer, da denkst du, oh, 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 und dann geht es auf einen Schlag, halbiert sich das mehr oder weniger, wirklich. Und dann kommen halt eben die feinen Aromen so ein bisschen. Und dann wird es fast schon mild. Ja? Und dann am Schluss, so nach 60 Minuten, dann kommt wieder das Grasige. Die leichte Schärfe kommt wieder zurück. Ja? Und hier und da das Cremige und dann doch wieder das Erdige, was ein bisschen hochkommt. Ja? Und am Schluss eben auch noch diese schöne, erdnuss-toastige Angelegenheit. Also 5 von 5. Mehr kann man dazu nicht sagen.